next time. Bitte, da komme ich da nicht ran. Ominöse Zierpflanze? Okay. Oh, warum steht die hier so offensichtlich rum? Ich sollte sie lieber wegstellen. Ups. Oh, Mist, Mary Jane. Ich meinte Brennnesselpflanzen. Verdammt, warum muss ich auch immer dieses Piep ausfolgen? Das ist doch eine... So. Ja gut, also... Wenn man Beleidigung einfügen möchte, bitte Leute, tut es für euch selbst. Ich kann auch die Tür zum Schlafzimmer benutzen. Ja, aber das wäre doch langweilig. Geh doch hier durchs Fenster. Junge. Und ab in den Flur. Hier so viel Technik. Interconvention. Immer. Ich will es nicht abreißen. Nein, nur nicht. Da wurde jemand zu viele Schafe gespankt. Oh Mann. Ein paar wenige unglichene Rechnungen. In der Kommode sind auch noch welche. Moment, Leute, ich trinke mal noch ein Schlückchen. Dann bleibt der Mund schön feucht. Ein altes Telefon mit Wählscheibe. An die Jüngeren unter euch. Ihr habt richtig gehört. Wählscheibe. Es gab eine Zeit, in der Telefone noch keine Tasten hatten. Und kein Touchscreen. Denn hier, denn ihr mit eurem populistischen Beschmieren. Ja. Und jetzt kommt's. Man konnte telefonieren nicht mit in. Telefon nicht mit in die öffentlichen Nahverkehr mitnehmen. Stimmt. Um andere Fahrgäste lautstark mit schrottig klingenden Musik zu beschallen. Ja, ja, das stimmt allerdings. Allerdings finde ich auch echt. Sag mal, scheiße. Dass viele Jugendliche einfach keine Kopfhörer benutzen, wenn sie Musik hören. Nein, sie lassen das einfach auch über die Lautsprecher vom Handy laufen. Anstelle mal Headset oder so. Oder Kopfhörer zu benutzen. Ich glaube, das wird viel schöner. Aber dieser Insider ist das, kennt man, ne? Ich werde nicht näher darauf eingehen. Hey, warum ist mein Schlafzimmer abgeschlossen? Ich muss da unbedingt rein. Mein Anzug befindet sich da drin. Ich schaue mal durch das Schlüsselloch. Vielleicht kann ich etwas sehen. Ja, definitiv kannst du da was sehen. Oh nee! Oh nee! Also, ich kenne diese Person, die da liegt. Natürlich, Milch! Oh Gott! Oh ja, sexy Lady, ich hab's einfach nur drauf. Wenn ich nur wüsste, wer sie ist, wie ist sie in mein Schlafzimmer gekommen? Und warum lieg ich nicht daneben?
Ja, frag dich was mal, Junge. Hier, mach jetzt ein paar Zimmer. Mal sehen, ob da was ist. Voll was Nützliches. Hey, ist ja auch abgeschlossen. Hallo? Bitte lass mich in Ruhe. Zartschrums? Bist du das? Verschwinde! Warum hast du dich eingeschlossen? Hast du Durchfall? Nein, ich habe meine Mütze irgendwo verloren. Und solange ich sie nicht habe, komme ich hier nicht raus. Rums, ich muss ins Badezimmer. Kannst du mich nicht einfach reinlassen? Die sieht doch hier keiner. Doch, der Spieler könnte mich sehen. Und das ohne Mütze. Ich fühle mich nackt und schmutzig. Mach dir doch keinen Kopf deswegen, Rums. Wir akzeptieren dich so, wie die Natur dich geschaffen hat. Nackt und schmutzig. Ja toll, das heitert mich jetzt sehr auf. Danke, du Penner. Heißt das, du hier kommst raus? Nein! Alles klar. Bitte, Rums, ich muss drin aufs Klo. Vergiss es, Onk. Piss ins Spülbecken. Komm schon. Bring mir meine Mütze und ich komme raus. Bitte mach auf. Ich mach mir wirklich gleich in die Hose. Ach. Du machst hier gleich in die Hosen. Was war mit mir damals, als ich drin musste und du nicht die Badezimmertür geöffnet hast? Gefleht habe ich, aber nein, der Herr hat die Tür nicht aufgemacht. Ich musste mir doch die Fußnägel schneiden. Und dafür hast du 2 Stunden gebraucht. 2 Stunden! Ich hatte mir im Anschluss noch die Nägel lackiert. Das braucht Zeit und eine ruhige Hand zum Auftrag und trocknen. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen, weil du auch die Haupttür abgeschlossen hast. Das mache ich immer so, wenn ich im Badezimmer bin. Wie peinlich wäre es denn, falls jemand einbricht und ich auf dem Klo sitze. Du hättest ja wenigstens aufstehen können, um die Badezimmertür zu öffnen. Hey, du bist schon mal mit Wattebäuschen zwischen den Zähnen rumgelaufen? Also, hey, bist du schon mit dem Watte... Ja. Das ist nicht so einfach. Und dann noch die kalten Füße. Kalten Fliesen. Ich sag immer Füße. Ich lag vor Schmerzen gekrümmt und bin mal auf dem Fußboden. Du bist hier das Opfer uns. Sondern ich. Opfer der Schönheit. Onk! Bring mir meine Mütze! Nee, das andere mache ich mal nicht. Na gut, ich schaue mal, was ich tun kann. Also hat er sich tatsächlich in Badezimmer eingeschlossen. Der Rumpel. Schauen wir mal, was hier ist. Hauswirtschafts.
Nische. Achso, okay. Hospitalisierung. Moment, Aufgabe. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Wirklich nichts Nützliches. Bis auf einen Handstaubsauger. Ich nehme den mal mit. Okay. Das ist hier nichts. Ich schließe den Vorhang besser wieder. Dann gehen wir mal in Arbeitskammer. Okay. oh. Da muss ich wohl etwas nachhelfen. Mist, jetzt habe ich den Text. Leute, ihr habt den Text gelesen, ihr könnt das abschalten, nicht abschalten, ihr könnt die pausieren, das Video, und das lesen, selber lesen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Hupsi. Okay. Also ich öffne mal das Inventar. Ja, was sollte ich die aufgenommenen Objekte in meinen Dress sonst verstauen? Wo sollte ich, ja. Natürlich, in der Unterhose. Geh, Julian. Ich gönne mir mal ein Bonbon. Aua. Ey, das Ding beißt zu, wenn man versucht, einen Bonbon zu nehmen. Der Spinner will so wenig einen Bonbon rausrücken wie gelbe Jule Half-Life 3. Ja. Was kann man damit machen? Gelbe Jule kann ich das Kabel sicher problemlos durchtrennen. Lol. Und er sprach, nimm ihn das Licht. Und er ist wohl, wird finster. Und der Diener sah ein, dass die Finsternis besser für seine Gesundheit war. Und zack. Huch. Ja gut, ja, jetzt ist es dunkel. Was man wohl jetzt noch machen kann. Gut, da bleibt bei 1% stehen, okay. Die lahme Kiste will einfach nicht schneller rendern. Ich muss den Vorgang irgendwie beschleunigen. Mehr Spannung heißt doch mehr Leistung, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, gut. Die Wasserkühlung, also das Kühlsystem sieht sehr interessant aus. Das soll die Wasserkühlung wohl darstellen, was? Wieder Tick. Meine private Spiele und Spielsammlung. Einfach nur Spielsammlung. Das glaubt dir kein Mensch. Das ist doch irgendwie so eine Pornosammlung. Ja. Mein Arbeitsgerät. Damit nehme ich mein letztes Gamble auf. Nur ist die Kiste arschlamm. Besonders was das Rennen betrifft. Aber irgendwann habe ich einen NASA-Rechner. Ja, bestimmt. Irgendwann. Mit der Kamera filme ich mich alle Scamble-Aufnahme. Was ist das? Hier kommt weiter. Der wandelt das Kamerabild zu einem Hardware-Sprite und blendet es in Game auf. Ein. Damit entlaste ich meinen Rechner bei einer Aufnahme. Das ist wahr. Auf dem nehme ich
grundsätzlich nackt meine Let's Gambles auf. Welcher Let's Player tut denn nicht nackt aufnehmen? Also ich setze dich auch nackt vor dem PC und nehme gerade auf.